Die Sklaverei. Eines der dunkelsten Kapitel Amerikas. Bis ins 19. Jahrhundert wurden über 10 Millionen Sklaven über den Atlantik gebracht. 1865 beendete der Bürgerkrieg die Sklaverei. Sie sei nicht nur unmenschlich, argumentierten die Nordstaaten, sondern auch unwirtschaftlich. Stimmt so nicht, sagte der amerikanische Ökonom Robert Fogel 1974 in seinem Buch Time on the Cross, das er mit seinem Kollegen Stanley Engerman schrieb. Die Sklaverei in den Südstaaten sei sogar äußerst produktiv gewesen. Den Sklavenarbeitern sei es rein materiell gleich gut oder sogar besser gegangen als den Arbeitern im Norden, die sich in stickigen Fabriken oft zu Tode schuften mussten. Das Buch löste eine Welle der Entrüstung aus. Fogel rechtfertige damit die Sklaverei. Ausgerechnet Fogel, ein aus Russland eingewanderter Jude, der mit einer Afroamerikanerin verheiratet war, die Bürgerrechtsbewegung unterstützte und Sklaverei aus moralischer Sicht verachtete. Dies unterstrich er auch 1993, als er den Wirtschaftsnobelpreis erhielt. Sklaverei war aus ökonomischer Sicht rentabel, aber ein tief unmoralisches System, von dem wir uns entledigen konnten. Es gibt so etwas wie Moral. Und Moral ist wichtiger als Ökonomie.